Tritradrolala. Oma, Oma, einen sexuellen Content machen hier? Ich stell irgendwie gerade fest, dass Video machen ist so ähnlich wie Vögeln. Man darf auf keinen Fall dabei nachdenken. Denn geht das nicht mehr. Also, ich wollte hier für Chiller Apfel ihn machen. Der hat sich den ja verdient hier mit 3 Kommentaren. Muss man ja mal sagen. 3-mal richtig schön in den Dreck gespuckt. Ja, also, ich weiß nicht. Kommen wir doch mal zu den Fakten. Der letzte war ja, komm zur Sache, Junge. Pass mal auf, jetzt, dann kommen wir mal zu den Sachen, ja. Kommen wir mal zu der eigentlichen, wirklichen Sache. Nicht nur irgendeine schwachsinnige Behauptung, von der man denn anschließend behauptet, ist denn die Linse hier überhaupt okay? Das sah hier nicht gut aus. Aber durchlaufen lassen sieht immer noch nicht besser aus, also war vorher auch gut. Habe ich wahrscheinlich Schleim auf dem Auge oder so ähnlich. Ja, also, ich wollte mal anzweifeln, weil du ja behauptest hier, die Leute würden jetzt ins bodenlose Chaos fallen, wenn sie Leuten wie mir zuhören oder so, ja, so ähnlich. Also, dass mein Anspruch ja auch kein besserer wäre. Pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal, was wirklich läuft. Der Herr Rockefeller hat es gesagt. Wir brauchen nur die eine wirklich richtig große Krise und dann werden die Leute die neue Weltordnung akzeptieren. Sie werden jammern nach dem RFID-Chip, das hat er so jetzt, also das ist jetzt meine, geht schon weiter. Okay, lassen wir es sein. Es ist aber auch nichts, was nur ein Einzelspinner gesagt hat. Das ist wirklich ein Faktum. So läuft's. Unser Bundesinnenminister hat sich der Meinung angeschlossen, indem er sagt, er hat überhaupt keine Angst vor irgendwelchen Krisen, weil je größer die Krise wird, desto größer wird die Fähigkeit der Regierung, irgendwas zu verändern. Ja, super. So, ich möchte also nochmal darauf hinweisen, wir sind gerade dabei, von der Regierung vorsätzlich seit vielen Jahren ins Chaos fallen gelassen zu werden. So sieht es aus, ob das ein Flüchtlingschaos, ein Finanzchaos oder ein Kriegschaos ist. Das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Es ist ein Chaos, was geplant ist, vorausgesagt ist und durchgeführt wird. Und um das kommen wir ja nicht drum rum. So sieht es aus. Das können wir vielleicht jetzt noch verhindern, dass es ganz riesig groß wird. Abwenden, beziehungsweise eben denn uns langsam da rausarbeiten aus dem Chaos, in dem wir jetzt schon sind. Aber dass man jetzt noch was falsch machen könnte, außer die vorhandenen Leute, die uns ins Chaos stürzen, weiter zu wählen, das siehst du völlig falsch. Da kann man nichts weiter falsch machen. War da noch irgendwas zu sagen? Ach so, dass du deine Tatsachen vielleicht mal belegen solltest. Also ich höre dem Hörstel, wenn du meine Videos kickst, das kannst du ja machen und mir immer schön einen Daumen runter geben oder dumme Kommentare schreiben, das ist jedem völlig freigestellt. Dann wirst du sehen, dass ich mir einen ganzen Haufen Lebenszeit verschwende, um den Hörstel seinen Scheißdreck anzuhören. Und ich habe sogar gefunden, wo er irgendwann mal von zu lang anhaltenden Kondensstreifen sprach. Aber ansonsten hat er das Thema Geoengineering definitiv nicht auf der Agenda. Seit 2,5 Jahren die eine Demo, wo er mit dem Altnickel da mal ein Zampano gespielt hat, sich aber nie wieder mit dem getroffen hat, die braucht er mir nicht anzuzeigen. Die kenne ich, die weiß ich, aber das ist Vergangenheit. Also wir reden von heute oder morgen oder nächste Woche. Ja? Ich behaupte, die deutsche Mitte macht nichts gegen Geoengineering. Der könnte auch Präsident werden wie der Herr Trump und das Sprühen würde weitergehen. Ganz einfach. Es würde auch weiter geleugnet werden. Ganz einfach. Göllepopelle? So, da hast du dein Video. Mir reicht's jetzt, ich hab keinen Bock mehr und was du damit anfängst, ist mir wie immer lang wie breit. Tschüss.